Hallo, willkommen zum Stadtgespräch Böblingen. Wir sind heute in einer ganz besonderen Location und treffen Sabine Krüger. Sabine Krüger ist die einzige Schäferin und Züchterin im Kreis Böblingen. Wir sind hier bei Ihnen, Frau Krüger, im Schafstall, im Ziegenstall in Markstadt. Hallo. Danke für die Runde und danke für das Gespräch, das wir zusammenführen. Frau Krüger, wie sieht es denn bei Ihnen im Berufsbild eigentlich mit der Frauenquote aus? Ja, sehr schwierig, sehr schwierig. Erstens mal ist es sehr hart und Schäfer war früher ja nur ein reiner Männerberuf. Also früher gab es so gut wie gar keine Frauen. Jetzt heute kommen schon immer wieder junge Frauen, die Schäfer lernen. Aber wir haben in Deutschland sowieso kaum Azubis und in Baden-Württemberg haben wir ja eh nur 4. Und ich glaube, in Baden-Württemberg haben wir, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob wir da eine Frau drunter haben im Azubi-Beruf, also im Schäferberuf, wo gelernt wird. Ja, und es ist halt, ich sage, es ist echt unheimlich schwer und anstrengend. Und man muss sehr, sehr viel Einsatz bringen, sehr robust sein und auch sehr ausdauernd vor allem. Okay. Sehr, sehr ausdauernd. Sonst hält man das gar nicht durch. Und wie kam es denn dann, dass Sie diesen Beruf ergriffen haben? Gab es da einen Auslöser? Wie lange machen Sie das schon? Also gelernt habe ich ja den Beruf nicht. Ich bin ja die typische so Quereinsteigerin. Mein Mann, der hat Tierwirt gelernt, der ist in der Wilhelma, war früher in der Wilhelma, ist jetzt aber beim Daimler. Und wir waren früher immer schon auf dem Bauernhof, wo die Kinder noch klein waren. Sind wir zum Bauernhof, zum Urlaub gab es eigentlich nur so. Und dann war unsere jüngste Tochter, wo die in der Grundschule war, die ersten Ziegen her. Und dann ist das jedes Jahr weitergewachsen. Ja, und jetzt sind wir hier so in der Größe. Und das ist halt auch, normalerweise wäre es schöner, weniger Tiere zu haben. Aber man kann erst ab einer bestimmten Größe wirtschaftlich überhaupt arbeiten. Also wir sind gerade so an der Grenze, dass wir überhaupt aus der roten Zahl kommen in die schwarze. Wenn man sich vorstellt, 250 Muttertiere. Und dann schafft man es nicht einmal, dass man davon leben kann. Das ist eigentlich schon traurig, gell? Also wie Sie sagen, Sie sind derzeit Chefin von Größenordnung 200 Schaf. Genau, ich bin der Chef. Rund 50 Ziegen. Ja. Aber da sind Sie ja, Sie sind zwar die Chefin, aber Sie müssen es ja nicht alleine tun, vermutlich. Nee. Wer hilft Ihnen? Also mein Mann, der hilft auch. Okay. Ja. Und da habe ich noch eine gute Freundin, die kommt auch immer wieder und dann zur bestimmte Zeit, wir haben die Schafscherer und Klauenschneider, das machen wir alles im Team. Das macht man immer allein. Erstens mal sind das die Vollprofis und die helfen uns, weil wir könnten keine 200 Schafe scheren. Das muss man ja auch können. Okay. Das Ganze drumherum ist schon aufwendig genug. Und haben Sie da eine bestimmte Rasse, die Sie züchten? Wir haben die Walliser Schwarznasen, das sind die mit den Hörnern, mit den Locken. Das ist so eine ganz beliebte Rasse, ganz begehrt, aber es ist eine Liebhaberrasse und fürs Fleisch ist die nicht geeignet. Und dann haben wir noch die Storberschaf, das ist ein Fleischschaf, eine Burenziege, ist auch ein Fleisch, eine Fleischziege, hat gutes Fleisch. Und die Walliser Schwarzhalsziege, die haben wir ja schon ganz lang, also mit denen haben wir ja angefangen. Die sieht man ja oft in Darmsheim und in Döffingen und an die Steilhänge. Wo haben Sie denn beispielsweise Ihre Orte? Wo sieht man Sie? Sie haben ja zwei jetzt schon genannt. Sind Sie im gesamten Kreis unterwegs? Wir haben schon unsere festen Plätze in der Zwischenzeit. Also wir fangen meistens im Frühjahr in Sindelfingen an, auf dem Herrenweltlisberg und im Sommerhofen. Ja, ja. Dann laufen wir, wenn dort fertig ist, laufen wir hierher zur Schafschur. Und wenn die Schafe geschoren sind, laufen wir dann weiter nach Walderstadt. So, wenn wir in Walderstadt im Naturschutzgebiet fertig beweidet haben, laufen wir wieder hierher. Wir haben auf dem Weg hierher haben wir auch noch mal 2-3 Stücke, wo man beweiden muss. Dann gehen wir wieder durchs Hinterwald, wieder nach Sindelfingen, machen dort weiter und dann von dort wieder nach Walderstadt. Okay. Das macht, also die Strecke laufen wir 4-mal im Jahr. Zweimal Walderstadt, 2-mal Sindelfingen. Und jedes Tier hat bei Ihnen seinen Namen? Nein, nein. Das ist nicht der Fall, nein, nein, wir haben keine Namen mehr. Die eine oder andere. Also die Ziegenböcke heißen alle Fridolin bei mir. Und der Schafbock, wir haben ja jetzt einen Schafbock, der wurde jetzt getauft. Der heißt, oh je, wie heißt er? Ole heißt er. Das war jetzt beim Patentreffen, wurde Ole getauft von dem Paten. Und sonst haben die aber auch keinen Namen. Okay. Weil das wird, irgendwann weiß man die Namen auch nicht mehr auswendig. Jetzt haben Sie aber noch andere Helfer, nicht bloß menschlicher Art.
Da ist einer, ich glaube, Glenn ist das. Ja, ja, oder? Das ist mein Glenn, mein alter Hund, genau. Wie viel haben Sie denn von den Hütehunden? Ja, ich hab vier. Weil es ist immer schwierig, wenn man nur einen hat, weil wenn der eine mal sich verletzt, weil unterwegs hat es Scherben und Dosen und ja, die sind halt immer wieder verletzt und dann kriegen die Pause und dann darf dafür der andere dann arbeiten. Okay, ja. Und wie Sie die ausbilden, ob Sie die selber ausbilden und welche Hauptaufgaben die haben, das hören wir nach einer kurzen Pause. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück. Hallo wieder zurück hier im Stadtgespräch Böblingen, heute aus dem Schaf- und Ziegenstall in Markstadt bei Sabine Krüger. Frau Krüger, wir hatten es gerade von Ihren Helfern, von den Hütehunden und ich wollte Sie gerne fragen, bilden Sie denn selber aus? Was ist es da wichtig zu tun und was sind so die Hauptaufgaben Ihrer Hunde? Ja, also ich habe immer so alle 2-3 Jahre habe ich einen Welpe. Bis jetzt hatte ich noch keine eigenen. Ich tue mir dann immer einen kaufen aus einer guten Linie von einem Schäfer. Und dann hat er erstmal ein Jahr Zeit zum Wachsen. Also in dem Jahr lernt er mit mir das Auto fahren und Traktor und alles Mögliche, lernt die Schafe kennen, aber da geht noch nicht mit. Aber bloß das Beifahren vermutlich, oder? Ja, genau. Und dann nach dem Jahr fängt man dann mal so ein bisschen an. Und wenn er dann mal rechts und links kann und stoppen kann, dann darf er mit. Ist natürlich am Anfang immer ziemlich chaotisch, aber der wächst dann mit den Jahren da rein. Und wenn er dann mal 3, 4 ist, dann ist er normal ein guter Arbeiter. Ja, aber es dauert einfach seine Zeit. Ja. Und Sie hatten ja auch so eine kleine Geschichte parat, die haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, wo Sie doch mal so einen jüngeren Kameraden, der in der Ausbildung war, dabei hatten. Wie ging denn die? Stichwort Sindelfingen. Ja, wenn der Hund dann zu früh schon dabei ist und man meint, der darf jetzt schon mal arbeiten, dann geht es eh meistens daneben. Weil deswegen nehme ich die Hunde nur mit, wenn es nicht drauf ankommt am Anfang. Da, wo es wichtig ist, dass es drauf ankommt, geht immer nur ein erfahrener Hund mit. Da ist mir auch ein Teil von der Herde davon. Und mein junger Hund ist einfach hinter der Herde herkannt. Ja. Der ist nicht um die Herde rum und hat sie gestoppt. Nein, er hat sie getrieben, durchs Täle, bei der Tankstelle wieder raus, durchs Pfarrwiese, an die Pfarrwiese-Hochhäuser vorbei, bis zum Altersheim. Und da war dann Ende. Da ging es dann nicht mehr weiter. Und wir sind hinterher gesprungen. Ist das eine der größten Herausforderungen, wenn Sie in der Nähe von Straßen sind, der Straßenverkehr? Ja, das oder ist, oder ja. Sind es noch andere Dinge? Also der Wolf ist der Straßenverkehr, eher kein Thema. Doch, der Wolf ist auch ein Thema, aber das ist ein anderes Thema. Also der Straßenverkehr ist eine Riesenherausforderung. Wir müssen ja von hier Richtung Hinterweih laufen, dann müssen wir unter der Bahnlinie durch. Und wir haben keinen anderen Weg, also wir müssen praktisch da durch oder Mitte durch Markstadt. Und das kannst du entweder früh morgens oder am Wochenende, aber oft passt das halt nicht. Und das ist wirklich immer richtig grenzwertig. Also manche, die nehmen auch keine Rücksicht. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es immer, man muss halt mutig sein. Mutig sein und vertrauen in seine Hund und gucken, dass die Hund nur das machen, was man auch wirklich sagt. Also die dürfen wirklich nur rennen, wenn kein Auto kommt. Also ein Polizeikorso haben Sie keinen dabei? Nee, da müssen wir Straßensperrung beantragen. Und das muss dann punktgenau auf die Zeit sein. Und ich kann ja nie sagen, ich bin jetzt in 20 Minuten genau an der Kreuzung. Nachher kommt was dazwischen, dann bin ich halt erst in 30 Minuten dort. Nee, also das klappt leider nicht. Das Bild des Schäfers in der Öffentlichkeit ist ja durchaus eine Naturidylle, eine Ruhe um sich herum. Ja, aber dagegen steht ja Wind und Wetter und alles Mögliche. Wie beurteilen Sie das für sich? Ja, also was ist das für und wider? In der Bevölkerung haben wir ein gutes Image. Ja. Die Schäfer sind begehrt. Also wir ziehen auch magisch die Personen immer an. Da, wenn man in Sindelfing ist, da warten die Kinder schon und wollen dann mithelfen. Oder halt, ich kenne ja auch schon einige, weil die waren ja auch mit der Schule schon da, vom Sommerhofer, vom Klostergarten und von der Martinsschule. Das sind so ganze klasse Jahrgänge, die man dann schon kennt. Und das ist immer ganz nett, ja. Ja, aber man muss halt jetzt wie die Kälte, die wir da hatten letzte Woche, das muss man halt alles aushalten. Das heißt, Sie haben durchaus immer wieder Gäste hier auch im Stall, beziehungsweise dann draußen bei der Herde. Es gibt aber auch ein Modell, das heißt Patenschaft.
Mikrofon. Ja. Wie funktioniert das? Ja, das haben wir jetzt. Wer kann das machen? Pate kann jeder werden. Das haben wir jetzt beim letzten Tag der offenen Tür vorgestellt. Und das geht ein Jahr. Und die Patenzahlen können also entweder eine Patenschaft über ein Schaf nehmen, also aber nur über eine Schwarznase, nur über eine ausgewählte Schwarznase. Okay, warum? Oder halt obligatorisch, das sind unsere Liebhaberschafe. Ah, ja. Die kriegen bei uns das Gnadenbrot auch. Die werden so alt, wie sie werden, und die werden auch nicht geschlachtet. Das sind reine Liebhaberschafe. So, und die Paten kriegen dann regelmäßig ein Patentreffen. Wir hatten jetzt schon zwei im Stall. Ganz nett, hat man dann Zeit auch für Gespräche, weil das kommt ja meistens auch zu kurz. Hat man Zeit für Gespräche, die Kinder können mithelfen, Erwachsene können auch mithelfen, wenn sie wollen. Und als nächstes treffen wir uns dann im Mai, machen wir so einen kleinen Rundgang mal durch unser Weidegebiet. Weil der Bezug für Nutztiere fehlt vielen. Ja, ja, ja. Weil, das Haustier ja, ja, aber das Nutztier, ja, das Nutztier fehlt einfach. Aber das gehört einfach dazu. Wo kommt unser Essen her, gell? Wo kommt unser Lammfleisch her? Wo kommt unser Huhn her? Das wissen viele gar nicht mehr. Und da wollen wir einfach ein bisschen aufklären. Aber wo, Frau Krüger, können wir sich denn vielleicht auch online informieren über das, was Sie tun, was Sie anbieten? Ihre Dienstleistungen bis hin zu den Produkten, die ja aus den Schafen und den Ziegen auch generiert werden. Haben Sie eine Website? Ja, also wir haben eine Homepage, also www.krüger-land. Oder dann halt kann man auf Twitter, weil ich tue twittern. Ja, ja. Mein Sohn hat vor kurzem auch gemeint, oh, meine Mama twittert. Ja, man kann auch nicht mit fortgeschrittenem Alter was Neues anfangen. Und ich tue jeden Tag immer ein, zwei Tweets absetzen. Okay. Und es kommt alles drauf, was man so erlebt. Gutes und Schlechtes. Schönes Wetter, schlechtes Wetter, nicht nur die heile Welt. Und ich habe in der Zwischenzeit auch schon einen Fanclub von 1300 Follower. Okay. Und ein paar sind auch Pate, sind auch schon hierher gekommen zum Patentreffen, das ist ganz nett. Man kann einfach die Bevölkerung auch ein bisschen erreichen, schön, wenn man sowas macht. Frau Krüger, wir sind schon wieder am Ende der Zeit. Wir wünschen Ihnen das Beste und ein großes weiteres Netzwerk und viele Begeisterte bei Ihnen rund um die Herde und über die Dinge, die Sie tun. Liebe Zuschauer, das war schon wieder vom Stadtgespräch Böblingen. Wenn Sie mögen, bleiben Sie noch weiter bei uns im Programm, und ansonsten sehen wir uns kommende Woche wieder. Musik